One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Was meinst du mit aufmischen? Überraschend Bewegung reinbringen, die üblichen Muster durchbrechen. So wie du mit deinen Frauengeschichten. Was? Ich rede von deinem Laden. Wie du deine Bücher anbietest, ist völlig veraltet. Veraltet? So nebeneinander in Regalen? Georg, jetzt mach dich doch mal frei von deinen alten Denkansätzen. Wie viel mehr Kunden könntest du haben, wenn du deine Bücher online anbieten würdest? Mensch, das Wichtigste ist doch, dass ich überhaupt ins Antiquariat zurückkomme, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Ja, genau, das ist der Punkt. Und wie willst du die Kosten für die Renovierungsarbeiten wieder reinholen? Na, ganz einfach, über meine Stammkunden. Wie, die zwei, drei, die alle Jubeljahre mal nach einer Sonderausgabe fragen? Ja. Du willst mir also einreden, ich soll das Antiquariat aufgeben und alles nur noch übers Internet abwickeln? Georg, die Zeiten ändern sich. Wieso ist denn das deiner Generation so schwer zu vermitteln? Nu, sind wir nicht gleich alt? Wie bitte? Naja, ich meine, gefühlt. Ich mein's nur gut mit dir. Wenn du den Fortschritt ignorierst, wird dich das früher oder später auch nicht retten, okay? Vorsicht! Hallo? Ja? Ja, ich verstehe. Können wir irgendwas für dich tun? Bist du sicher? Ja, es tut mir leid. Ja, bitte melde dich später nochmal, ja? Tschüss. Was ist los? Finn. Sophie hatte gerade einen Anruf von der Polizei. Leon ist tot. Was? Autounfall. Der hat versucht, ein paar Fußgängern auszuweichen, die da auf der Straße waren. Hilsberg, was haben Sie jetzt schon wieder angerichtet? Ich dachte, Sie bringen Anna mit. Hat diese Woche Urlaub. Aber wenn Sie glauben, Sie können Ihre Beziehung nutzen... Ich habe keine Beziehung, Oberbeck. ...um hier schnell wieder aus diesem Schlamassel rauszukommen. Sie verstehen nicht, der Fahrer... Ich weiß schon Bescheid. Sie sind hier einfach über die Straße spaziert, sodass ein PKW ausweichen musste und in all diese parkenden Autos reingesammelt ist. Der Mann ist... Das ist grob verkehrswidriges Verhalten Ihrerseits. Sie verstehen nicht. Und wenn die Kollegen ermitteln, dass der Fahrer den Unfall nicht vermeiden konnte, dann wird es richtig teuer, meine Herren. Der Mann hatte keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht war er schon vor dem Aufprall tot. Wieso sollte er? Weil wir das hier in seinem Handschuhfach gefunden haben. Tabletten... Drogen möglicherweise. Sie durchsuchen einfach das Handschuhfach? Das ist Amtsanmaßung. Um die Identität des Toten festzustellen. Ja, der hieß Leon Zöller, Personalmanager bei einer Firma namens... Hausmeister. Wohnhaft in... Stopp. Erstens, Verkehrsunfälle sind nicht mein Beritt. Zweitens, stehen Sie zu Ihrer Schuld, anstatt mit hanebüchenen Entschuldigungen alles nur noch schlimmer zu machen. Drittens,
suchen Sie sich guten juristischen Beistand. Und bringen Sie sich vor denen da in Sicherheit. Siehste? Wieder heimlich geübt, oder wie? Ach, ich war lange nicht mehr hier. Viel zu viel Arbeit. Weißt du ja. Wie sieht's denn aus mit dem Kredit? Na, komm, Robby, ich bin hier, um mich zu entspannen, ja? Aber du hast ja gesagt, du winkst das schon irgendwie durch. Und mein Businessplan ist... Okay, pass auf. Ich weiß, du hast dir das gut überlegt. Und du bist auch total realistisch. Ich respektiere das. Total, ja. Aber dein Vater ist nun mal der Chef bei euch. Alle wissen das. Und er wird nie deinem Businessplan zustimmen. Nie. Das wird er. Er hat gar keine andere Wahl. Okay, okay. Ich hab da auch ein echt gutes Go in. Ich garantiere dir... Garantier mir nichts. Robby, bring mir einen Vertrag, unterschrieben von deinem Vater. Mit dem kann ich dann weitergehen. Ja? Dann wird das auch was mit deinem Kredit. Alles klar? Da muss ich dran, das ist wirklich wichtig. Aber du weißt jetzt, was du zu tun hast, oder? Hey, Mäuschen. Nee, alles gut, störst dich. Nö, ich bin hier auf dem Hofplatz mit Robby. Ja, Robby. Ja. Nee, nein. Hi. Tessa. Danke, dass du so schnell hilfst. Wow, ich hab sie noch nie so voll gesehen wie heute. Das ist mein Stammkunde. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Die Halter der beschädigten Fahrzeuge haben Anzeige gegen euch erstattet. Und da bereits Zeugenaussagen vorliegen, dass ihr den Unfall verursacht habt... Das ist doch Unsinn. Es sah so aus, als wenn der Fahrer zu dem Zeitpunkt schon tot war. Ja, das müsstet ihr aber erst mal beweisen. Ja, die Tabletten im Handschuhfach. Da ist das Drogendezernat dran. Aber wenn dabei nichts rauskommt... Dann die Versicherung des Fahrers? Müssen die nicht auch einen Teil des Schadens übernehmen? Im Prinzip ja. Aber wenn er nicht unter Drogen stand und ein Richter nur bei euch die Schuld sieht, dann kann das durchaus darauf hinauslaufen, dass ihr allein dafür haftet. Na toll. Ja, ich habe nur nicht auf die Straße geachtet, weil ich dir erklären wollte, wie du deinen Laden wieder in Schwung bringst. Du hättest mir gar nichts erklären müssen. Läuft doch prima. Mhm. Tut mir leid, aber es kann auch noch dicker kommen. Falls Leon Zöller infolge des Unfalls verstorben ist, etwa durch einen Herzinfarkt unter Schock, dann kommt auch noch eine strafrechtliche Verfolgung auf euch zu. Und die hinterbliebene Sophie Zöller könnte dann auch noch... Zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Sollen wir nicht mal zu ihr hingehen und ihr erklären, wie das Ganze passiert ist? Das macht die Sache doch nur noch schlimmer. Könnte juristisch als Schuldeingeständnis gewertet werden. Eben. Am besten warten wir erst mal ab, was die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Ja. Erkundigt euch aber trotzdem schon mal, wie hoch ihr versichert seid. Wer ist eigentlich diese Sophie Zöller? Das ist Leon Zöllers jüngere Schwester. Hey, hier ist Sophie. Ich komme gerade von der Polizei. Sophie? Ich bin's. Gibt's schon was Neues? Die wollen Leon obduzieren lassen. Weil sie Aufputschmittel in seinem Handschuhfach gefunden haben. Was? Sie vermuten, er hätte eine Überdosis genommen. Was? Das ist doch nicht möglich. Der wäre doch mit dem Zeug längst durch. Das dachte ich auch, Doro, aber... Wie kommen die Tabletten denn sonst in sein Auto? Und? Wir kriegen den Kredit. Mein Businessplan hat überzeugt. Unser Businessplan? Ja, natürlich. Du wirst schon sehen, wir werden hier richtig durchstarten, du. Herr Fürstenberg! Ja? Haben Sie es schon gesehen? Was? Hausmeistermitarbeiter stirbt bei Autounfall? Ja, da steht auch, dass der vielleicht unter Drohung stand. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und die ganze Bande erledigt sich bald von selber. Würde mir nicht wundern, Petra. Ja. Danke dir. Isabel Wolfhagel. Hallo, Frau Springer. Ist was passiert? Nein, ich... Entschuldigung, es war eine blöde Idee. Halt. Moment. Also, was ist denn los? Hm?
Unsere Ausbildungsvergütung ist wirklich lächerlich niedrig. Und Ihre Eltern, können die Sie nicht ein bisschen unterstützen? Nein. Mein Vater ist gerade mit seinem Burgerladen in Bielefeld pleite gegangen. Ja. Haben Sie mal mit Overbeck gesprochen? Vielleicht hat er einen Nebenjob für Sie. Die Putzstelle bei der Bekannten aus seinem Lesezirkel. Da war schon das Vorstellungsgespräch furchtbar. Na, ich dachte ja sehr viel eher an irgendeinen Nebenjob im polizeilichen Umfeld, da wo Sie was lernen können. Sie sind doch so wissbegierig. Das ist ja das eigentliche Problem. Also, Herr Overbeck gibt sich sehr viel Mühe, mir was beizubringen. Aber ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu viele Informationen aufnehme und dann verzettel ich mich. Liebe Frau Wolfangel, Sie sind zu streng mit sich. Wenn Sie nicht alle praxisbezogenen Tests mit Bravour bestanden hätten, dann stünden Sie doch jetzt nicht da, wo Sie stehen. Sehen Sie das doch mal so. Hallo, Anna. Georg. Ich wollte was mit dir besprechen. Ich habe Besuch. Besuch? Und deshalb darf ich nicht rein. Privat? Privat. Worum geht's denn? Hat Overbeck dir nichts gesagt? Overbeck hat was erzählt von einem Verkehrsunfall mit Todesfolge durch Fremdverschulden. Verursacht haben wir den Unfall eigentlich nicht. Wer wir? Du? Und Ecki. Und was heißt eigentlich? Der Fahrer hatte Drogen dabei. Vermutlich hat er auch welche genommen. Ich weiß, du hast Urlaub, Anna. Urlaub? Ich mache Homeoffice, um den Schreibkram abzuarbeiten. Overbeck weigert sich zu ermitteln. Der sitzt da und wartet, dass eine Welle von Schadensersatzklagen auf mich zurollt. Und auf Ecki. Vielleicht machst du ihm ein bisschen Druck. Und eurer KTU. Druck. Druck. Such. Was kann ich für Sie tun? Ihren Job. Es geht um Leon Zöller. Zöller? Moment, und Sie sind? Dorothee Bischoff. Herr Zöller war Personalmanager und Teilhaber meines Unternehmens, Hausmeister. Ach, diese App, die mit Billigarbeitern alteingesessene mittelständische Betriebe vom Markt fegt. Natürlich sind wir denen ein Dorn im Auge. Wir sind ein erfolgreiches, junges Unternehmen. Da kommt denen der Verdacht, dass ein Mitarbeiter von uns Drogen nimmt, gerade recht. Der Verdacht hat sich bestätigt. Ihr Mitarbeiter hatte zu viel Aufputschmittel eingeworfen. Das kann nicht sein. Jemand hat Leon umgebracht und will das jetzt wie eine Überdosis aussehen lassen. Sie versuchen mit dieser abstrusen Theorie bloß ein PR-Desaster zu vermeiden, aber nicht mit mir. Wenn Sie das nicht weiter untersuchen, dann gilt das ja wohl als klare Pflichtverletzung. Wer hier seine Pflicht verletzt, sind ja wohl glasklar Sie. Als Arbeitgeber haben Sie eine Fürsorgepflicht für Ihre Mitarbeiter. Meiner Ansicht nach stand der Zöller bei Ihnen so unter Druck, dass er nur noch mit Aufputschmitteln wach bleiben konnte. Immer schneller, immer billiger. Das macht uns doch alle kaputt. Warum lernen Sie nicht aus dieser Tragödie, anstatt den Markt auszubluten? Die Polizei können wir vergessen. Wir müssen selbst was machen. Ja, und zwar jetzt sofort. Hallo, Sophie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du früher kommst. Ich habe erst vorhin eine Nachricht gefunden. Tut mir wirklich leid. Das mit Leon. Hast ihn ja eh nie gemocht. Ja,
Im Internet steht, es wäre eine Überdosis gewesen. Bist du deswegen hier? Um zu sagen, es ist typisch, ist doch klar, dass sowas passiert. Nein, ich... Sophie, warte, ich dachte einfach... Ich sag dir nochmal, das ist keine gute Idee. Ich will nur mal kurz mit dir reden. Du glaubst, sie verklagt dich nicht, wenn sie dich erstmal kennenlernt? Gerade dann. Moment mal, wenn sie jemand verklagt, dann uns. Ach. Du steckst da mit drin. Außerdem ist es total pietätlos und unpersönlich, wenn wir alles nur über die Anwälte laufen lassen. Wir sollten ihr kurz unser Beileid aussprechen und sie dann in Ruhe lassen. Jetzt warten wir erstmal ab, wie sie reagiert. Jetzt kommen wir doch erstmal zu. Du machst mir doch nur was vor und ich soll wieder drauf reinfallen. Okay, das ist nicht wahr, Vater. Lass mich los. Lass mich sofort los! Sophie, bitte! Sie sollten tun, was sie sagt. Hau ab! Hau einfach ab! Haben Sie sie nicht gehört? Ich wäre schon zurechtgekommen. Was wollen Sie? Mein Name ist Thalkötter. Mein Bekannter und ich, wir... Ich kaufe nichts. Ich kaufe keine Versicherung und auch sonst keinen Scheiß. Nein, nein, wir... Wir waren bei dem Unfall dabei. Es tut uns leid. Auch wenn andere behaupten, wir hätten das alles verursacht. Na, die Polizei ist ja gerade dabei, das zu klären. Das haben die schon. Ach. Mein Bruder war schuld. Wieso? Angeblich eine Überdosis auf Putschmittel. Aber Sie glauben das nicht. Das interessiert doch keinen. Hat mein Bruder noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er war schon tot, als wir die Autotür aufgemacht haben. Dann wird das ja geklärt. Findest du? Nee. Weg. Sie hier? Sie machen doch Urlaub. Homeoffice. Und wie ich sehe, nutzen Sie meine Abwesenheit, um unser Einrichtungsbudget zu plündern. Ach, keine Angst. Da habe ich priorisiert. Den neuen Stuhl, den habe ich nur für mich bestellt. Was macht denn das Ding hier? Wieso steht denn das da? Das ist für Frau Wolfangel, damit die mir kein Loch in den Bauch fragt. Aha, wie einfühlsam. Ach, die ist da ziemlich schmerzfrei. Also, sie ist ja wirklich nett und auch ganz schön eifrig. Aber manchmal schießt sie einfach übers Ziel hinaus. Und Sie bleiben vor dem Ziel stehen. Was meinen Sie? Den Fall Leon Zöller. Ah, Wilsberg. Hm? Nein, es hat sich noch jemand beschwert. Sagen Sie bloß dieses App-Girl. Erstens, dieses App-Girl heißt Bischof, Frau Bischof und... Danke, danke. Sie dürfen gehen. Moment. Den alten Rückenbrecher da, den können Sie bitte recyceln. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Und zweitens brechen Sie gefälligst keine Ermittlungen ab, bevor sie beendet sind. Aber die Gerichtsmedizin hat keine Indizien für ein Fremdverschulden gefunden. Gut, Wilsberg und Thalkötter, die müssen sich trotzdem vor Gericht wegen des Schadensersatzes an den demolierten Autos streiten, aber sonst... Hat der Tote eine Drogenmissbrauchsvorgeschichte? Wissen wir, woher er die Aufputschmittel hatte? Nein, aber... Hatte er Schulden? Gab es private Konflikte? Kam er gerade von einem Kunden, mit dem er Streit hatte? Also das müsste ich alles erst eruieren, aber jetzt mal ganz ehrlich. Das wäre doch eine Verschwendung von Ermittlungsressourcen. Overbeck, haben Sie vergessen, wie und wo sich Frau Bischof verbreitet? Hetzt die etwa im Netz über mich? Nein. Sie will auf ihre eigene Art und Weise den Mord aufklären. Und lässt uns aussehen wie Idioten. 1 Million? Die bieten 1 Million, um den Mörder ihres Mitarbeiters zu finden? Klingt doch gut. Klingt vor allem ein bisschen fragwürdig. Wieso? Hausmeister ist in kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Apps im Münsterland aufgestiegen. Die expandieren bestimmt bald bundesweit. Hm.
Wie kann denn so eine kleine App 1 Million Euro versprechen? Georg, es gab schon oft kleine Apps, die wurden zum Global Player. Hier, das kriegst du über die. Handwerker, Putzkolonnen. Du kannst sogar jemanden nach Hause bestellen, der für dich kocht. Ja, ein Klick und am nächsten Tag sind die da. Super schnell und günstig. Und alteingesessene Firmen verlieren deswegen ihre Kunden. Mahlzeit. 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 Ich hab dir doch gesagt, wer sich nicht frei macht von alten Denkmustern, muss sich nicht wundern, wenn andere Leute mit einer guten Idee Erfolg haben. Und deine gute Idee ist natürlich... Wir finden den Mörder und kriegen die Millionen. Wir haben immer noch die Schadenersatzklage am Hals. Ja. Überleg doch mal, sobald wir das aufgeklärt haben, hast du 500.000 Euro auf dem Konto. 500.000? Du hast doch gerade gesagt, die versprechen 1 Million. Komm, Georg, ist schon großzügig von mir, dass ich 50-50 mit dir mache, wo du allen erzählst, dass ich schuld bin. Ja. Und hattest du nicht auch ein komisches Gefühl bei so viel Zöller? Ja. Ich hab nicht so richtig an die versehentliche Überdosis ihres Bruders geglaubt. Georg, bist du sicher, das ist die richtige Adresse? Stand jedenfalls so auf Leon Zöllers Visitenkarte. Ich denke, man darf nicht in seinem Garten wohnen. Tut ja auch niemand, was man nicht darf. So. Equipage hier ein, du bleibst hier. Wieso soll ich? Um mich zu warnen, falls jemand kommt. Wir sind schließlich nicht die Einzigen, die 1 Million wollen. Hallo? Frau... Herr Thalkötter. Wolfangel, richtig? Was machen Sie denn hier? Ach, ich bin hier nur so. Zufällig? Hallo. Na, Kleiner? Werden wir Freunde? Nicht. Okay. Und? Macht Ihnen Ihre Ausbildung noch Spaß? Wieso? Ich könnte mir vorstellen, mit Overbeck an Ihrer Seite ist das etwas herausfordernd. Und Sie glauben, ich bin Herausforderungen nicht gewachsen? Oh, shit. Wie bitte? Wieso haben Sie nicht hier vorne geparkt? Was? Ich habe Ihnen doch gesagt, hier ist alles frei. Ich werfe immer gern ein größeres Netz aus. Aber offensichtlich ist Ihnen ja auch bereits ein kleines Fischlein ins Netz gegangen. Wir haben uns nur unterhalten. Sie müssen noch viel lernen. Weshalb drückt sich Herr Thalkötter wohl vor Leon Zöllers Unterkunft herum? Weil er die 1 Million Euro Belohnung einstreichen möchte. Könnte die nicht jeder gut gebrauchen? Wir nicht. Oh.
Warum sind Sie jetzt wieder dran am Zöllerfall? Es gibt eine neue Direktive. Na, sag ich doch. Die Millionen. Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist dann erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafen gehen das tut, was ihm gefällt. Das würde ich auch gern. Mit dem Versprechen dieser Millionen appellieren diese App-Leute doch nur an die niedersten Instinkte einer Gesellschaft, die die eigene Ausbeutung vor lauter Gier entweder nicht mehr wahrnimmt oder bereits als vertretbaren Wert akzeptiert. Sagt schon Solar in seinem Buch Das Geld. Sollten Sie mal lesen, Thalkötter. Ein Meisterwerk der naturalistischen Literatur. Nur unbeirrtes Dominanzverhalten. Wenn man klar macht, wer das Rudel anführt, fügt sich jeder in seine Rolle. Sitz! 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 Wo kommst du denn her? Gab noch einen zweiten Ausgang durch den Garten eines Nachbarn. Hast du was Interessantes rausgefunden? Erzähl ich dir unterwegs. Fahr los. Also, Herr Götze, auf den ersten Blick sehe ich da ein paar fragwürdige Punkte. Und der Verkaufswert ist schon ziemlich hoch angesetzt. Das ist ja auch noch Verhandlungssache. Ist es das? Ich meine, ich wundere mich, dass die Betreiber der App überhaupt schon über einen Verkauf nachdenken. Das Ganze geht doch gerade erst so richtig los. Oder in die Hose. Sie meinen... Sie machen den Vertragsentwurf für mich jetzt wasserdicht. Und zwar zeitnah. Damit wir das Momentum nutzen. Hm. Hausmeister, Finn Kemper. Moment, Sie haben was gesehen? Wie erstochen. Nee, der wurde nicht erstochen. Nee, dafür gibt's auch kein Geld. Ja, nee. Dankeschön. Wiederhören. Schön, dass du auch noch mal kommst. Gibt's schon was Neues? Das sind alles Abzocker und Verrückte, die anrufen. Dieser Aufruf ist unsere einzige Chance, um unseren Ruf zu retten. Wenn dieses Gerücht mit der Ausbeuterfirma die Runde macht, dann sind wir nicht nur unsere Kunden los, sondern auch unsere Investoren. Ja, aber allein um die Anrufe zu bewältigen, müssten wir mindestens noch 10 Leute einstellen. Ja, aber das muss doch irgendwie über die Software zu leisten sein. So wie wir das mit unseren Aufträgen organisieren, machen wir das eben auch mit diesen Anrufen. Ich kann es trotzdem nicht alles gleichzeitig. Wir suchen doch schon nach einer Aushilfe. Doro, glaubst du wirklich, dass es hier ernsthafte Hinweise zu Leon geben wird? Finn, es reicht ein einziger. Ja, und wenn der kommt? Was machen wir dann, wenn die rausfinden, dass wir keine Million haben? Ich besorge uns die Million. Ach ja, und wie? Doro, was hast du vor? Wir hatten hier von Anfang an eine klare Arbeitsteilung, ja? Du kümmerst dich um die Orga, ich mich um die Finanzen. Alles klar? Hausmeister Dorothee Bischoff, was kann ich für Sie tun? Juristisch könnte die Polizei nur gegen Hausmeister vorgehen, falls sie zu einer Straftat auffordern. Aber eine Million auszuloben für die Aufklärung eines Todesfalls. Das ist doch quasi Kopfgeld. Naja, Sie belohnen ja nur sachdienliche Hinweise. Da steht nichts von dead or alive. Ja. Jeder Hobbyermittler kann uns jetzt ins Handwerk pfuschen. Und sachdienliche Hinweise vorenthalten. Da haben Sie recht. Aber leider ist das ein moralisches und kein juristisches Dilemma. Ich persönlich finde diese Belohnung auch höchst bedenklich. Na, das tröstet mich ungemein. Die Polizei wird lächerlich gemacht. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich kann Sie wirklich gut verstehen.
Ich denke aber, dass die bei Hausmeister das sowieso nicht lange durchhalten werden. Die suchen doch jetzt schon dringend Personal, weil sie den Ansturm wegen der Belohnung unterschätzt haben. Tatsächlich. Wenn Sie nicht gezupft hätten. Sie haben den Hund doch provoziert. Sie haben meine Autorität untergraben. Sie haben gesagt, ich soll Initiative zeigen. Aber doch nicht in Sachen Dominanzverhalten. Die neue Designer-Jeans. Diese Medaille bekommen abstinent lebende Süchtige. Das heißt, Zöller nahmen seit 3 Jahren keine Drogen mehr. Und als Teilhaber und Personalmanager bei Hausmeister hatte er die besten Aussichten. Tja, keine Sorgen mehr wegen der alten Schulden. Alles lief gut. Warum sollte er dann Aufputschmittel nehmen, dazu noch eine Überdosis? Und vor wem hat er so viel Angst, dass er einen Revolver in seiner Gartenlaube versteckt hat? Hast du ihn etwa mitgenommen? Natürlich nicht. Irgendwas muss ich Overbeck ja auch finden lassen. Na, Hauptsache, er findet nicht deine Fingerabdrücke. Er hat dich doch vor Ort gesehen. Du hängst sowieso mit drin. Ach, toll. Das hier habe ich mitgenommen. Ist das nicht die Geschäftsführerin von Hausmeister? Ja. Zöllers Teilhaberschaft an Hausmeister war offensichtlich nicht nur beruflicher Natur. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach, Frau Wolfangel, ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Ich habe da eine ganz besondere Aufgabe für Sie. Kommen Sie mal. Was gibt's? Hast du diesen Businessplan der Bank vorgelegt? Wo ist unser Businessplan? Das ist doch nicht dein Ernst, dass wir mit Hausmeister zusammenarbeiten sollen. Papa, wir verlieren täglich Aufträge, weil wir zu teuer und zu langsam sind. Wenn wir uns Hausmeister anschließen, bekommen wir genug neue Kunden, um unseren Betrieb auch langfristig wieder solide durchzufinanzieren. Die Schreinerei Fürstenberg steht seit Generationen für Qualität. Und das kostet seinen Preis und Zeit. Und das können wir nicht mehr gewährleisten, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Du hast gesagt, ich soll den Betrieb für die Zukunft tauglich machen. Aber in Wahrheit willst du bloß, dass alles so weiterläuft wie früher. Ja, da muss ich ran. Ja, Robin Fürstenberg hier. Und Robby, hat dein Vater den Vertrag mit Hausmeister endlich unterschrieben? Wir klären gerade noch ein paar Details. Du verarschst mich nicht, oder? Natürlich nicht. Du kriegst den Vertrag schon. Morgen. Allerspätestens, sonst kannst du das mit dem Kredit vergessen. Was machen Sie denn hier? Hallo. Treibt sich Overbeck etwa auch hier rum? Overbeck? Nee, ich will hier nur jobben. Sind Sie nicht mehr bei der Polizei? Hi. Hallo. Bringen Sie Ihre Tochter zum Vorstellungsgespräch? Nicht direkt. Wir kennen uns gar nicht. Aber wir haben telefoniert. Ich bin Isabel. Okay, verstehe. Also zu dem Job, die Stelle ist befristet und Sie müssten sich ganz gut mit Computern auskennen. Ich suche überhaupt keinen Job. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Buchhändler. Ich habe von Ihrer Firma gehört und da dachte ich mir, es gibt vielleicht die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Aber Hausmeister ist eine Plattform für Dienstleistungen. Ich wüsste da jetzt nicht, wie wir da einen Buchhändler integrieren können. Na, ich sehe es schon vor mir. Lesungen,
Ihre Lieblingsklassiker direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Am besten sogar noch vorgelesen. Klingt ganz gut. Wollen wir drin weiterreden beim Kaffee? Gerne. Willst du auch einen? Dann kannst du schon mal zur Probe arbeiten. Mhm. Ach, sie schon wieder. Keine Angst, ich werde sie schon nicht verklagen. Gut zu wissen. Aber viel lieber würde ich wissen, warum ihr Bruder sterben musste. Sie nicht auch? Hier. Danke. So, bitteschön. Danke. Sie betreiben Ihr Unternehmen zusammen mit Ihrer Freundin? Nee, Doro ist nicht meine Freundin. Wir haben uns beim Studieren kennengelernt und dann hatten wir die Idee für das Startup. War bestimmt schwer zu finanzieren. Nee, eigentlich gar nicht, weil die App habe ich ja entwickelt. Und dieser Bauernhof, der gehörte früher einem Onkel von Doro. Viel ungenutzter Raum. Ja, das stimmt, aber bald ziehen hier noch weitere Firmen ein. Es wird ein Riesenzentrum für neue Geschäftsideen. Kannst du da rangehen? Klar. Ich kann die eingehenden Anrufe auch nach Stichworten abspeichern und eine Liste mit Schnellzugriff anlegen. Das ist ja clever. Gefällt mir. Hausmeister, was kann ich für Sie tun? Mhm. Hier gehen also Ihre Aufträge ein. Genau, und dann machen wir die Termine mit den Dienstleistern, die unter unserer Dachmarke arbeiten. Okay. Das ist wie eine Taxizentrale. Ja, kann man so sehen. Also die Vermittlung, die läuft über die App. Hab ich? Und ich kümmere mich darum, dass alles problemlos läuft. Noch was? Entwickle Updates, mach den Support. Ja, hab ich alles. Und gibt's täglich so viele Anrufe? Super. Okay. Nee. Ja. Haben Sie von unserer Aktion im Internet gelesen? Ich bin nicht so im Internet. Unser Personalmanager, der hat einen tödlichen Autounfall. Wir versuchen jetzt Leute zu finden, die uns Hinweise geben können. Ist ja schön, dass Sie sich so um Ihre Mitarbeiter kümmern. War es ein enger Freund von Ihnen? Alle unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Zu Ihrem Angebot nochmal. Ich muss das mit Doro natürlich durchkauen. Und da wäre es ganz gut, wenn Sie uns eine Präsentation vorbereiten könnten. So Preislisten, wie Sie das organisieren wollen. Kein Problem. Gut. Leon und Doro, die sind seit letztem Jahr nicht mehr zusammen. Schwierige Trennung? Lag es an seinem Drogenrückfall? Leon hat das Zeug nicht mehr angefasst, gar nicht mehr. Okay. Mein Bruder hat aus seinen Fehlern gelernt, sonst hätte Doro ihn niemals für sich arbeiten lassen. Arbeiten Sie eigentlich für Hausmeister? Nee. Nein, ich kenne Doro und Finn noch von früher. Und der junge Mann, der gestern da war? Robin hat mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Ich dachte nur, weil Sie sich so gestritten haben. Streiten Sie sich nie mit Ihrer Freundin? Der steht halt einfach gerade unter einer Menge Druck. Können Sie bitte gehen? Ich kann nicht mehr darüber reden. Sie wussten von der Belohnung, 1 Million Euro. Deswegen sind Sie hier. Und Sie spionieren hier für Overbeck? Herr Overbeck weiß gar nicht, dass ich hier bin. Dann wollen wir also bald die Belohnung. Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Wie helfen? Sie hören sich hier um, ich woanders. Am Ende teilen wir die Informationen und die Belohnung. Dann bekomme ich 500.000? Ich bekomme selbst noch 500.000. Wie wär's mit 100.000? Wie wär's mit 250.000? Danke. Bekomme meine Informationen auch ohne Sie. Aber ich bin ja hier quasi an der Quelle. Und außerdem könnte es mir sonst vielleicht rausrutschen, dass Sie eigentlich Privatdetektiv sind. Mir könnte es rausrutschen, dass Sie eigentlich Polizistin sind. Also gut. Wenn wir durch Ihre Informationen an die Belohnung kommen, bekommen Sie mehr als 100.000. Einverstanden? Stammt aus Zöllers Gartenlaube, nicht registriert. Es ist übrigens verboten, dauerhaft in einem Kleingarten zu wohnen. Ach, das ist doch jetzt nebensächlich. Ähnlich nebensächlich wie die Tatsache, dass Sie keine richterliche Durchsuchungsanordnung hatten. Angesichts der ausgesetzten Belohnung musste ich eine spontane Entscheidung treffen. Thalkötter scharwenzelte da nämlich auch schon rum. Also schön.
Leon Zöller besaß illegalerweise eine Waffe, weil er Angst hatte, Angst um sein Leben. Aber er starb an einer Überdosis Aufputschmittel. Um sich wach zu halten, weil er offenbar das Gefühl hatte, dass ihn jemand rund um die Uhr bedroht. Ja, das ist wie in diesem Film, wo diese Teenager nicht einschlafen dürfen, weil dann ein Mörder sie in ihren Träumen jagt. Hm, interessant, Lütke. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter ermitteln. Frau Wolfangel soll sofort anfangen, alle relevanten Daten zusammenzutragen. Frau Wolfangel ist für mich unterwegs. Ach, und wie soll ich dann? Alles alleine machen? Oh, ich denke, da sind Sie schmerzfrei. Aber Sie können mir doch nicht erst eine Assistentin zur Verfügung stellen und sie dann mir nichts, dir nichts wieder abziehen. Es ist nicht Ihre Assistentin, Overbeck. Sie ist unsere Auszubildende. Und bei der dünnen Personaldecke... Also, ich hätte Lust und Zeit. Prima. Somit hätten wir ja ein strukturelles Problem gelöst. Wie bist du reingekommen? Ich hab doch gesagt, du solltest die Haustür reparieren. Wo ist dein neuer Freund? Er ist nicht mein neuer Freund. Was will er dann von dir? Der will herausfinden, was wirklich mit Leon passiert ist. Der will die Million, die deine Freunde von Hausmeister im Internet versprechen. Die haben sich übrigens immer noch nicht bei mir gemeldet. Bist du deswegen hier? Damit ich zu Doro und Finn gehe und sage, dass du ausgerechnet jetzt wichtiger bist als alles andere? Nein, aber... Sag mal, kapierst du es nicht? Oder ist es dir scheißegal, wie ich mich fühle? Mein Bruder ist gestorben. Nur weil du ihn nicht leiden konntest. Du hattest doch auch nur ständig Ärger mit ihm. Tut mir leid. Sophie. Entschuldigung. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel Mist gebaut. Aber wenn der Vertrag mit Hausmeister nicht zustande kommt, verlieren mein Vater und ich alles. Alles. Ich schau mal, was ich tun kann. Ich liebe dich. Tag. Hallo, Georg. Willst du ein Buch kaufen? Du wirst dir die Million unter den Nagel reißen. Naja, Overbeck ermittelt ja nicht. Doch. Jetzt wieder, und das weißt du auch. Deshalb empfiehlst du mir, mich rauszuhalten? Nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass du ordentlich mitmischst. Ach. Umso schneller ist der Fall gelöst und die können wir nicht mal auf der Nase rumtanzen. Als ob du dir von jemandem auf der Nase rumtanzen lässt. Gesetzlich sind mir ja leider die Hände gebunden. Also muss ich kreativ werden und diese Leute mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und notfalls eben auch mit mir. Mhm. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Was bringt für mich dabei raus? Erst die Leistung, dann die Belohnung. Ich habe absolut das Recht zu erfahren, was du vorhast. Ich habe Hausmeister schließlich erfunden. Und ohne mich hättest du es nie auf den Markt gebracht. Ja, deswegen solltest gerade du wissen, dass wir vorsichtig sein müssen, wo es jetzt mal gut läuft. Weißt du, was dein Problem ist? Hm? Du denkst so klein, weil du nicht mit Geld umgehen kannst. Und du denkst nur an Geld. Das hat Leon auch immer so abgeturnt. Halt Leon raus. Wieso denn? Diese Aktion mit der Million? Das machst du doch nur, weil du denkst, dass du damit dein schlechtes Gewissen loswerden kannst. So nach dem Motto, Leon ist dir so wichtig. Deswegen suchst du nach einem Mörder von Leon, den es wahrscheinlich überhaupt nicht gibt. Oder weißt du was, was du mir nicht sagen willst, hä?
Ja, bitte? Hey. Hi. Du wolltest mich sprechen? Genau. Es gibt jetzt leider auch noch Ansprüche wegen Schmerzensgeld. Wie Schmerzensgeld? Das war alles Blechschaden. Einer der Autobesitzer hat angeblich einen Nervenzusammenbruch erlitten. Weshalb er jetzt zusätzlich zu den 70.000 Euro für das Fahrzeug auch noch 200.000 Euro Kompensation für den emotionalen Schock verlangt. Ja, den kriege ich jetzt auch gleich. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Ja, ist doch wahr. Wir wissen inzwischen, dass wegen Zöllers Überdosis so oder so ein Unfall passiert wäre. Ich weiß, aber Zöllers Todeszeit kann nun mal nicht auf die Sekunde genau festgestellt werden. Deshalb könnte er durchaus noch euch ausgewichen und deshalb in die parkenden Autos hineingefahren sein. Ach. Entschuldige, Ecke, ich muss ja ganz kurz ran. Herr Götze, ich bin gerade mitten in einem Gespräch. Ist der Vertrag fertig? So gut wie. Aber ich wollte noch mal zur Diskussion stellen, ob ein Kauf angesichts der derzeitigen Situation dieser Firma wirklich sinnvoll ist. Ich diskutiere grundsätzlich nichts. Herr Götze. Wenn Sie das mit dem Vertrag nicht hinbekommen, bei mir stehen 100 andere Anwälte Schlange und wollen Geld verdienen. Der Vertrag ist nicht das Problem. Ich wollte Sie nur auf die Gefahren hinweisen. Warum sitzen Sie in einem Büro und ich in einer meiner Villen? Weil ich die Gefahren von Firmenkäufen nicht kenne? So habe ich das nicht gemeint. Großartig. Dann konzentrieren Sie sich mal auf Ihre Paragraphen und überlassen Sie es mir, wie ich mein Geld vermehre. Hm. Du vertrittst Benno Götze? Du hattest mit dem auch schon mal das Vergnügen? Ja, eine Menge Kohle, um sich überall reinzukaufen. Außerdem weiß er, wie man keine Steuern bezahlt. Und gute Anwälte so wie du helfen ihm dabei. Ecki, ich kann nicht nur so nette Mandanten haben wie dich. Du musst mich da nicht bedienen. Ich habe mir ja auch einen geholt. Du, die Sache mit Doro, nimm die mal nicht so schwer. Ich glaube, die ist einfach ein bisschen durch den Wind. Verständlich. Du musst dir auf jeden Fall nicht gleich wieder einen neuen Job suchen. Aber wenn es weiter so gut läuft, dann verkauft ihr die App doch bald, oder? Ich werde auf keinen Fall verkaufen. Das hier ist mein Baby. Und Dorothy? Die wieder auch nicht. Gut. Mit der Luftnummer haben sie sich ein tolles Incentive ausgedacht. Aber dass ich das jetzt finanzieren soll? Ich weiß, ich hätte sie vorher fragen sollen. Aber wir sollten die Millionen als weiteres Investment betrachten, um die Marktposition von Hausmeister noch weiter zu konsolidieren. Als weiteres Investment? In unserer gegenwärtigen Krisensituation. Sie haben hier wohl etwas noch nicht verstanden. Ich bin Geschäftsmann, kein Krisenmanager. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie uns helfen können, wenn es mal nötig würde. Das ist Ihre Krise, Frau Bischof. Und wenn Sie das nicht bewältigen können... Guten Tag. Guten Tag. Kriminalpolizei Münster, mein Name ist Overbeck. Lüttke, wir möchten Frau Bischof sprechen. Die ist gerade unterwegs. Und Sie sind? Finn Kemper. Ich hatte dir doch das Foto im Internet gezeigt. Und wann kommt Frau Bischof zurück? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie mit Ihnen sprechen will, nachdem der Mord an unserem Personalmanager sie Also, ob das ein Mord war, ist ja noch klar. Wir haben die Ermittlungen wieder aufgenommen. Da wird sich Doro ja freuen, das zu hören. Da habe ich auch direkt ein paar ermittlungsbedingte Fragen. Ja. Das übernimmt mein Assistent. Partner. Aushilfe. Hausmeister, das wollte ich auch mal werden. Wolf Angel. Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Sie auch noch scharf auf die Millionen sind. Nein, ich verdiene mir hier nur ein bisschen was dazu, weil meine Miete erhöht worden ist. Wie wollen Sie das zeitlich schaffen? Sie sollen ja auch noch was für Hauptkommissarin Springer erledigen. Wenn die davon erfährt, dass Sie hier ein paar miesen Kröten nachjagen... Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie es ihr nicht sagen. W-
Wissen Sie, was noch besser wäre? Wenn Sie hier Informationen sammeln würden. Sozusagen undercover. Für mich. Das ist eine tolle Idee. Improvisationstalent. Immer schnell reagieren. Egal wie prekär die Situation noch ausschauen mag. Nehmen Sie sich ein Beispiel an. Haben Sie eigentlich so eine Art Abo oder so eine Punktekarte, wo, wenn ich öfter was bestelle, dann auch mal was umsonst kriege? Du kommst ja richtig rasant voran. Und wo warst du? Nur mal kurz austreten. Zurück zur Sache. Wussten Sie, dass Leon Zöller im Besitz einer nicht registrierten Handfeuerwaffe war? Was meinen Sie mit nicht registriert? Wir stellen dir die Fragen. Ich kann mir das nur so erklären, dass es aus der Zeit stammt, wo er Drogen genommen hat. Und hat er irgendwie erwähnt, dass er von jemandem bedroht wurde? Mir gegenüber nicht. Vielleicht weißt du oder was. Die soll sich umgehend bei mir melden. Tag und Nacht. Nu. Innerhalb der Bürozeiten reicht. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Keine guten Nachrichten von Tessa. Sagen wir mal so, wir sollten alles tun, um die Millionen Euro Belohnung zu bekommen. Annas Segen hätten wir jedenfalls. Ach, sag mal was ganz Neues. Naja, du sagst doch auch, alte Denkmuster durchbrechen. Deswegen habe ich schon mal recherchiert im Internet. Marktzerstörer mit Ausbeutermethoden, Interview mit Verbandsvorstand Karl Fürstenberg. Er will die App sogar verbieten lassen. Das übliche Säbelgerassel? Naja, vielleicht. Aber seine Schreinerei leidet sehr unter der Konkurrenz. Er hätte auf jeden Fall ein Motiv, den Ruf von Hausmeister zu zerstören. Indem er Leon Zöller mit Aufputschmitteln umbringt? Naja, Fürstenberg vielleicht nicht. Aber sein Sohn. Sein Sohn ist der Freund von Sophie Zöller? Irgendeine Nachricht von Doro? Nee. Ich lasse mich mit dem ganzen Mist hier allein. Gerade jetzt, wo wir richtig durchstarten könnten. Naja, wenigstens haben die Anrufe wegen der Millionen nachgelassen. War zu erwarten. Wie bei einem Preisausschreiben. Erst die große Begeisterung und dann... Ja. Ach, übrigens, euer Spracherkennungsprogramm kann das noch besser sortieren. Ich habe eine Liste angelegt, dann kannst du schnell skimmen, ob was Hilfreiches dabei ist. Hast du per Mail. Doro auch. Danke dir. Wenn ich dich nicht hätte. Sorry. Ich war... Schönen Feierabend. Ja, dir auch. Sie schon wieder. Ich wollte mich entschuldigen wegen der vielen Fragen und der kaputten Schaufel. Ihnen ist schon klar, dass Sie den Mörder meines Bruders nie finden werden, wenn Sie mir ständig im Garten helfen. Kommt drauf an. Worauf? Ohne Ihnen zu nahe zu treten, Sie wissen schon, dass Ihr Freund und sein Vater Hausmeister am liebsten verbieten würden? Vielleicht wollte er über Sie an Informationen kommen. Nee, der wollte keine Informationen von mir. Er wollte einfach, dass ich bei Finn und Doro ein gutes Wort für ihn einlege. Robin wollte mit Hausmeister zusammenarbeiten? Ja, aber Doro und Finn hatten Angst, dass es nur Probleme gibt. Haben Sie ihm das gesagt? Leon hat es ihm gesagt. Alles andere als freundlich. Gott, er hat von Anfang an befürchtet, dass Robin mich nur benutzt. Glauben Sie, deswegen hat er Ihren Bruder umgebracht? Nein. Nein.
Vielleicht. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich denken soll. Mich geküsst. Gegen ihren Willen? Naja, so halb. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Ich meine, ich war ja noch nie undercover. Sie bestimmt schon, oder? Oft. Nicht gerne. Ich bin auf jeden Fall bereit, vollen Körpereinsatz zu bringen. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich ziehe Sie ab von dieser Sache, ja? Bitte nicht jetzt. Ich bin doch gerade dabei, rauszufinden, ob ich wirklich Polizistin sein will. Aha. Georg. Hallo, Anna. Dein Timing ist wirklich grandios. Sag bloß, du hast schon wieder Besuch. Beruflich oder privat? Also privat. Allmählich werde ich eifersüchtig. Zu meinem Glück würdest du mir das ja nie zeigen, nicht wahr? Vielleicht soll ich mal damit anfangen. Seit wann macht Novabeck Hausbesuche? Gibt's was Neues, Anna? Nö, nichts Erwähnenswertes bei dir? Ich arbeite dran. Dann arbeite mal ein bisschen schneller, dann lasse ich dich auch wieder rein. Ach, Georg. Stell bitte den Wein wieder zurück. Die Flasche hatte ich meiner Nachbarin vor die Tür gestellt. Wir haben eben beide denselben Geschmack. Ja, und noch eins. Mach die Schleife wieder dran. Schauen. Wenn du weiterhin nach Leons Mörder suchst, bist du auch bald tot. Verstanden? Verstanden? Ist wirklich viel bequemer. Aber so einen Stuhl muss man sich erst verdienen. Da gab es übrigens einen Anruf. Frau Wolfange? Nee, wieso? Die setzt wohl gerade Prioritäten. Muss erst wie die Chefin ein paar Botengänge erledigen. Dieser Anruf war anonym. Ein Hinweis auf den Mörder von Leon Zöller. Ja, hatte sich wohl verwählt. Wollte bei Hausmeister die Millionen abgreifen. Das erinnert mich wieder verdammt an Solar. Ja, neue Erkenntnis aus deinem Literaturkreis. Richtig, Lüttke. Erst letzte Woche diskutierten wir dort, sehr kontrovers übrigens, sein Roman Das Geld. Bei Solar geht es um betrügerische Finanztransaktionen, Spekulation und die Unfähigkeit einer korrupten Finanzelite in Paris des Zweiten Kaiserreichs. Das sollten wir bei unseren aktuellen Ermittlungen berücksichtigen. Wieso? Lüttke, weil es damals wie heute immer nur um eins geht, um die Kohle. Zurück auf unseren Fall kommt. Dieser anonyme Anrufer behauptet, Leon Zöller hätte in seiner Gartenlaube mit jemandem einen heftigen Streit gehabt. Und das am Tag seines Todes. Mit wem? Einem gewissen Robin Fürstenberg. Interessant. Kennst du den? Nein, aber woher kannte der anonyme Anrufer ihn? Das habe ich mich auch gefragt. Gut. Du fängst langsam an, so zu denken wie ich.
dann wäre es wohl auch möglich, dass so ein Stuhl für mich... Zuerst lieferst du mir alles, was man über diesen Robin Fürstenberg finden kann. Frau Wolfangel könnte sowas im Handumdrehen. Herr Fürstenberg? Ja, bitte? Mein Name ist Wilsberg. Ich bin auf der Suche nach einer guten Schreinerei, die mir ein paar Regale baut für mein Antiquariat. Da sind Sie richtig, aber für eine Terminvereinbarung hätten Sie doch nur einfach anrufen müssen. Ich habe ein Interview gelesen über diese schreckliche App Hausmeister. Da wollte ich mich persönlich bedanken, so von Mittelständler zu Mittelständler. Ja, wir müssen zusammenhalten. Verhindern, dass uns solche Leute das Geschäft versauen. Ja, vielleicht ergibt sich ja auch die Möglichkeit für Synergien. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, habe ich. Kommen Sie mal mit. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Und jemand, der droht, hat nur Angst. Ja, ich habe auch Angst. Um dich. Fakt ist doch, dass wir jetzt wissen, dass es einen Mörder gibt. Und ich wette mit dir, der Typ hat irgendwas gesagt oder getan, was ihn entlarven wird. Vielleicht ist ja bei den Anrufen von gestern was dabei. Doro, da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. Das sind nur Leute, die irgendwie das Geld wollen. Die Millionen, die wir nicht haben. Wahrscheinlich waren wir bisher einfach nur zu blind. Was meinst du? Was glaubst du, wer ein Interesse daran hat, dass wir hier absaufen? Morgen. Morgen. Könntest du mir einen Kaffee machen? Klar. Danke. Weißt du, was in dem Vertrag steht mit unserem Hauptinvestor? Er hat ein Vorkaufsrecht. Ja, und? Ich war gestern bei ihm. Was? Mit Milch? Bitte? Der Kaffee mit Milch? Ja. Jedenfalls will Götze uns die Millionen nicht geben. Stattdessen wartet er jetzt wahrscheinlich darauf, dass uns die Kunden abhauen und wir am Ende überhaupt gar keine andere Wahl mehr haben, als wenigstens mit ein bisschen Geld aus der Sache rauszukommen. Natürlich mit viel weniger, als Hausmeister eigentlich wert ist. Leons Tod war das Beste, was Götze passieren konnte. Ich wette mit dir, der hat damit was zu tun. Bist jetzt ein bisschen paranoid, oder was? Du hast überhaupt keine Ahnung von der Branche. Ach ja, wirklich? Ich arbeite hier die ganze Zeit und du hast unsere scheiß Finanzen nicht im Griff. Wahrscheinlich suchst du jetzt irgendwie nach einem Sündenbock oder so. Bitte was? Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du die Sache mit gestern erfunden hast. Erfunden? Ja, klar. Um diese ganze Drohkulisse von wegen Mord und sowas weiter aufzubauen. Weißt du was? Ich hab auf diese Scheiße keinen Bock mehr. Ja, mach's alleine. Finn. Finn! Nein! Und so wie ich diese Firma von meinem Vater übernommen habe, so will ich sie natürlich auch meinem Sohn übergeben. Ja, aber die Zeiten ändern sich und die Kunden auch. Was sollen wir denn anderes machen, als Qualität zu garantieren? Wir schicken Fachkräfte, die der Kunde kennt. Aber ich dachte, Hausmeister arbeitet auch nur mit Fachkräften zusammen. Ach, was? Wer sich mit Hausmeister zusammentut, kann doch finanziell gar nicht durchhalten. Früher oder später sind die Kollegen gezwungen, Billigkräfte anzuheuern. Die nur immer wissen, was ein Meisterbrief ist. Da mache ich nicht mit. Wir alle müssen dafür sorgen, dass Hausmeister schleunigst wieder in der Versenkung verschwindet. Bevor die sich noch mehr Geschäftszweige unter den Nagel reißen. Ganz ehrlich, Ihr Antiquariat ist davor auch nicht sicher. Ich sehe schon kommen. Ihre Lieblingsklassiker direkt zu Ihnen nach Hause geliefert oder besser noch direkt vorgelesen. Ja. Herr Fürstenberg! Entschuldigen Sie, ich muss da mal nachschauen. Ja. Also für einen Unschuldigen verhalten Sie sich ziemlich verdächtig. Kommen Sie doch einfach mit und beantworten Sie uns ein paar Fragen. Ich muss Ihnen gar nichts beantworten. Moment! Aua! Was ist hier denn los? Ihr Sohn hat meinen Kollegen angegriffen. Partner.
Immerhin habe ich nicht Aushilfe gesagt. Ich habe niemanden angegriffen. Ich wollte nur in mein Auto. Um unseren Fragen zu entfliehen. Fragen in einer Mordermittlung. Mord? Natürlich. Offenbar sind wir auf der richtigen Spur. Wir kennen uns vom philosophischen Lesezirkel. Sie halten sich da gefälligst raus. Natürlich. Ich glaube, Ihr Sohn braucht juristischen Beistand. Danke fürs Kommen. Hörte sich dringend an. Worum geht's? Den Mord an Leon Zöller. Haben Sie ein Problem damit? Haben Sie einen Verdächtigen gefunden? Oberbeck leider auch. Und da ich nicht beim Verhör dabei sein darf. Wenn der Verdächtige mein Mandant werden soll, darf ich Ihnen auch nichts sagen. Ist mir vollkommen klar. Doro, hier ist nochmal Finn. Kannst du mich bitte zurückrufen? Es tut mir leid, was vorhin passiert ist. Vielleicht können wir nochmal in Ruhe drüber reden, ja? Okay, tschüss. Vielleicht kann sie gerade nicht rangehen. Oder ihr Akku ist leer. Sie hatten also am Tag des Mordes keinen Kontakt zu Leon Zöller. Und sie waren auch nicht in seiner Gartenlaube. Nein. Hört sich an, als würden Sie im Trüben fischen, Herr Overbeck. Ganz im Gegenteil, Frau Anwältin. Wir haben einen Zeugen, der Ihren Mandanten lautstark mit Leon Zöller hat streiten sehen. In der Gartenlaube. Am Tag des Mordes. Was für ein Zeugen? Das spielt jetzt keine Rolle. Er ist anonym. Hatte sich wohl verwählt. Wollte die Millionen bei Hausmeister abgreifen. Was für eine absurde Annahme. Jedenfalls haben Sie nichts, um die Festnahme meines Mandanten zu rechtfertigen. Er hat Polizeihauptkommissar Lüttke angegriffen. Sind Sie verletzt? Seine Amtswürde in jedem Fall. Na, wenn es darum ginge, müsste ich jeden Tag jemanden festnehmen lassen. Gehen wir. Sie wissen, wer uns angerufen hat, oder? Schönen Tag noch zusammen. Genau das darf man eben nicht machen. Wir verraten niemals, wenn unsere Quellen anonym sind. Aber es hat ihn doch sofort getriggert. Dieser Blick. Wenn wir nicht beweisen können, dass Robin Fürstenberg am Tag des Mordes tatsächlich in Leon Zöllers Gartenlaube war. Vielleicht können wir das ja. Das wäre auch mein nächster Schritt gewesen. Und? Wie sieht's aus? Robin durfte wieder gehen. Was? Ja. Außer einem anonymen Anruf hat die Polizei nichts in der Hand. Aber Sophie befürchtet jetzt auch, dass Robin ihren Bruder umgebracht hat. Du meinst, sie hat angerufen, anonym? Wie dem auch sei, lasst mich in Zukunft bitte aus diesem Fall raus, ja? Wieso? Wenn Sie uns helfen, bekommen Sie vielleicht einen Teil der Millionenbelohnung ab? Hä? Naja. Ich glaube nicht, dass Hausmeister diese Belohnung überhaupt zahlen wird. Wieso? Vergesst, dass ich das gesagt habe. Ah, verstehe. Benno Götze wird Hausmeister also aufkaufen. Kein Kommentar. Ja, Finanzrecherche ist mein Ding. Ich bin schon unterwegs, Georg. Mit dem Mord hast du nichts zu tun, oder? Sag mal, Papa, spinnst du? Glaubst du wirklich, dass ich jemanden umbringe? Ich reiß mir von morgens bis abends den Arsch auf. Da brauche ich einfach ein bisschen Unterstützung. Unterstützung? In deinem Alter habe ich mich gerne krummgelegt, um meinem Vater zu zeigen, dass ich es wert bin, seine Firma zu übernehmen. Ich kann doch machen, was ich will. In deinen Augen mache ich nie irgendwas richtig.
Robin! Robin! Diese Firma war meine Zukunft. Und diese Firma wird auch deine Zukunft sein. Wenn wir erstmal den Kredit haben, haben wir genügend Zeit, eine gemeinsame Linie zu entwickeln. Mein Papa, versteh's doch endlich. Wir haben keine Zeit. Ohne Hausmeister gibt es keinen Kredit. Das hast du mir so noch nie gesagt. Weil du es doch auch gar nicht hören willst. Finn? Ich verstehe das nicht. Die Anruferlisten von gestern sind weg. Hast du hier irgendwas gelöscht? Nee, ich hab dir doch gesagt, dass die Datenbanken spinnen. Warte. Isabel? Ich suche gerade nichts Festes. Ja, okay. Also, ich mag dich, aber mein Leben ist gerade nicht so einfach und deswegen... Finn Kemper, Hausmeister? Ja? Was? Mahlzeit. 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 Die Spusi sagt, der Vergleich mit Robin Fürstenbergs Fingerabdrücken aus der Gartenlaube kann dauern. Für mich arbeiten die immer schneller. Nutzen wir doch die Zeit, um die philosophische Tragweite dieses Falls mit einzubeziehen. Du weißt sicher, was der vielleicht bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts dazu gesagt hat? Schumpeter? Bestimmt noch nie gehört. Doch, doch, Josef A. Schumpeter. Wer kennt ihn nicht? Besonders seine bahnbrechende Theorie der wirtschaftlichen Dynamik, die, ähnlich wie Marx' Akkumulations- und Zusammenbruchstheorie, wirtschaftliche Entwicklung zu erklären versucht, ist doch Grundwissen. Lüttke, also du überraschst mich immer wieder. Innovation erzeugt Wirtschaftswachstum und treibt den sozialen Wandel voran. Und was bedeutet das für uns? Hier und jetzt? Na? Dass er und sein Sohn ein klares Motiv hatten? Mit dem Mord an Leon Zöller, Dorothee Bischofs innovative Geschäftsidee zu schädigen? Vielleicht. Was aber, wenn Dorothee Bischof selber Leon Zöller geopfert hat? Wenn sie mitbekommen hat, dass ihr Mitarbeiter Drogen nimmt, gefährdet das ihre Marktposition. Und bevor dem Disruptor aus der Presse selber eine disruptive Welle entgegenschlägt, lenkt Dorothee Bischof mit einem anonymen Anruf den Verdacht auf Robin Fürstenberg. Das Ziel liegt auf dem Weg. In dem Zusammenhang, eine Polizeistreife hat einen nicht sachgemäß abgestellten Pkw gefunden und von der Halterin fehlt jede Spur. Noch so ein Tag, an dem in China ein Sack Reis umgefallen ist. Der Pkw gehört Dorothee Bischof. Und ihr Geschäftspartner sagt, man hat sie gestern mit dem Tode bedroht, wenn sie die Suche nach dem Mörder nicht aufgibt. Vielleicht ging es ihr nicht gut und sie musste mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ihr Auto stand in der Seitengasse, mitten auf der Fahrbahn und die Fahrertür offen. Ich glaube, dieser Typ, der ihr gedroht hat, der meint es jetzt ernst. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Mir fällt da nur Robin ein. Sophies Freund. Angeblich wollten er und sein Vater bei uns mitmachen. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl dabei. Und Leon auch nicht. Der hat gesagt, die Fürstenbergs, die wollen Hausmeister nur kaputt machen. Isabel? Dieser Polizist Overbeck. Kennst du den? Ja, kennen. Das ist mein Nachbar. Kannst du dem was fragen? Vielleicht kann er ja Robin überprüfen. Die Polizei findet dann vielleicht was, was Dora helfen kann. Ich probier's mal. Gut. Tolle Arbeit, wirklich. Du hattest versprochen, den Fall Leon Zöller schnell zu lösen. Anna, ich arbeite dran. Ach, tatsächlich? Karl Fürstenberg hat sich über uns beschwert. Und als Vorstand vom Mittelstandsverband wird er das in der Presse ordentlich breit drehen. Ja. Kaffee. Danke. Jo. Und jetzt ist auch noch Dorothee Bischof verschwunden.
Wusstest du, dass ein maskierter Unbekannter sie mit dem Tode bedroht hat, wenn sie nicht davon absieht, den Mörder von Leon Zöller zu suchen? Waren das die Neuigkeiten, die gestern nicht erwähnenswert waren? Frau Wolfangel hat mir erzählt, dass du sie dazu benutzt, in der Firma Hausmeister herumzuschnüffeln. Wieso erzählt sie dir? Du hast sie damit beauftragt? Hinter Overbecks Rücken? Ja, ich dachte, so ist sie sicherer. Ah. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Frau Wolfangel? Finn will, dass ich Overbeck dazu bringe, gegen Robin Fürstenberg zu ermitteln. Overbeck? Wieso denn Overbeck? Weil er mein Nachbar ist. Seit wann? Herr Wilsberg? Schön, von Ihnen zu hören, Frau Wolfangel. Ja, hallo. Ich durfte Ihnen ja neulich nicht sagen, ich bin hier undercover. Vielleicht will Finn ja nur von sich oder Dorothee ablenken. Genau. Weiß nicht, vielleicht verdächtigt er Robin auch nur. Ich suche auf jeden Fall weiter nach Hinweisen. Ja, aber Frau Wolfange, ich... Entschuldigung, ich muss Schluss machen. Du machst dir Sorgen um sie? Ja. Aber wenn wir jetzt da auftauchen, dann machen wir ihre Tarnung kaputt. Zum Glück kennst du ja jemanden, der unauffälliger ist. Herr Fürstenberg. Was wollen Sie schon wieder? Ihr Sohn hat gelogen. Wir haben seine Fingerabdrücke in Leon Zellers Gartenlaube gefunden. Wo finden wir Ihren Sohn jetzt? Ich weiß es nicht. Georg, warte mal. Benno Götze hatte Anfang des Jahres eine Steuerprüfung, aber es gab nichts zu beanstanden. Aber in den Unterlagen habe ich gesehen, wer damals seine persönliche Assistentin war. Wer? Sophie Zöller. Ist noch kein Verbrechen. Nee. Ja, aber wenn Götze versucht, Hausmeister zu kaufen, könnte es nicht sein, dass Sophie ihn mit Insider-Informationen versorgt hat? Und dafür kassiert hat? Ja, im Moment sieht es so aus, als wenn sie keinen Job hat und dringend Geld gebrauchen könnte. Ebola ist ihr auf die Schliche gekommen und wollte seine Freunde warnen. Und sie hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Am besten ist, ich gehe noch mal zu Sophie. Genau. Und du? Ich kümmere mich um den Polizeinachwuchs. Sie hätten mit dem Vertrag gerne auch einfach mailen können. Ich wollte persönlich sichergehen, dass Sie bekommen, was Sie wollen. Eins muss man Ihnen lassen. Sie haben ein Gespür für perfektes Timing. Ah, naja, das bekommt man, wenn man lange genug den Markt beobachtet. Nur beobachtet? Muss man da nicht ab und zu ein bisschen nachhelfen? Manche Menschen muss man durchaus zu ihrem Glück zwingen. Dorothee Bischoff und Finn Kemper auch? Die beiden waren mit Hausmeister doch auf einem enormen Höhenflug. Und plötzlich stirbt dieser Teilhaber. Wollen Sie damit irgendetwas andeuten, Frau Anwältin? Nein, natürlich nicht. Aber mir fällt gerade ein, dass da doch noch ein paar Ungereimtheiten sind. Ich kümmere mich darum und melde mich dann wieder. Was machen Sie da? Mein Job? Nee, so nicht. Wenn Sie also jetzt gehen, dann brauchen Sie gar nicht wiederkommen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt 100 andere Anwälte, die Schlange stehen. Menschenkenntnis lerne ich gerade dazu. Du hast gelogen. Von wegen, du willst dein Baby nicht verkaufen. Hinter Doros Rücken führst du bereits Verkaufsgespräche mit Benno Götze. Ohne Doro könnte ich gar nicht verkaufen. Das haben wir vertraglich so geregelt. Es sei denn, sie zeigt geschäftsschädigendes Verhalten. Wie zum Beispiel ein Aufruf zur Mördersuche für 1 Million. Ist Leon hinter deine Verkaufspläne gekommen? Und Doro weiß davon inzwischen auch.
Sophie? Hallo? Tag. Tag. Ach, Herr, Wilsberg. Ja. Sie wollten noch eine kleine Präsentation für Ihre Geschäftspartnerin. Ja, die Doro ist gerade nicht da. Wenn Sie was Schriftliches haben, lassen Sie es einfach hier liegen, okay? Sie wollen mich loswerden? Ich verstehe schon, warum. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie dürfen bestimmt nichts sagen, aber wenn Sie Ihre App an Benno Götze verkaufen, dann könnten Sie doch meine kleine Idee unter Ihrer Dachmarke mit einschmuggeln. Sie wollen doch sicher nicht, dass der Deal mit Benno Götze vor dem Abschluss durch die Presse geht. Wo ist Sophie? Ist sie nicht oben? Sie hat was mit dir? Ach, Quatsch! Und du willst mir was anhängen? Leons tot. Habt ihr zusammen ausgeheckt, dass sie bei der Polizei anruft? Anonym? Ruhig, ja, ha? Ganz ruhig. Hören Sie, wenn Sie mich erpressen wollen... Nein. Ich will mich nur, wie heißt es so schön in Ihrer App, kundenorientiert auf die digitalisierte Zukunft vorbereiten. Ich will ja nicht so enden wie all die anderen etablierten Läden, die am eigenen Unwillen zur Veränderung zugrunde gehen. Wo ist denn Ihre Aushilfe? Musste plötzlich nach Hause? Ohne Ihre Jacke, ohne Ihre Tasche? Die wollte nochmal wiederkommen. Sie entschuldigen mich kurz? Sophie? Die Polizei sagt, dass Doro verschwunden ist. Sie glauben, Robin hätte ihr was angetan. Ich hab dir gesagt, dass man Robin nicht vertrauen kann. Leon hat das auch mal gesagt. Können wir jetzt mit dem Blödsinn mal aufhören? Ich hab Leon nicht umgebracht! Ja, er dachte, ich würde Sophie nur wegen ihrer Freunde bei Hausmeister benutzen. Aber ich liebe Sophie wirklich. Und das habe ich auch versucht, ihm klarzumachen. Warum glaubst du dann, dass Sophie dir nicht traut? Weil sie die Polizei auf mich gehetzt hat? Sie hat dich immer verteidigt. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie einfach nicht weiter wusste. Sie traut lieber ihrem Ex. Wer ist das? Finn Kemper. Schläft ihr jeder mit jedem? Sophies wird sich alles aufklären. Der Verkauf steht schon mal. Du kriegst die Vermittlungsgebühr von Götze und ich leg dir noch einen Bonus oben drauf, okay? Sofern Sie den Mund halten. Auch wenn Dorothee Bischof spurlos verschwunden bleibt. Sie? Kennst du ihn? Ja, er und sein Kumpel. Die waren da, als Leon starb. Ja, das war ja klar. Das konnte mit dem Buchhändler nicht stimmen. Doch, Buchhändler bin ich auch. Und die Idee mit dem Klassiker-Vorlesen gefällt mir sogar gar nicht so schlecht. Hausmeister übrigens auch nicht. Aber Sie interessieren sich ja nicht für Ihre Kunden. Sie wollen nur die Konkurrenz zerschlagen, damit Ihre App in ein paar Jahren allein den Markt beherrscht. Das nennt man Kapitalismus und das ist kein Verbrechen. Aber seine Geschäftspartnerin verschwinden zu lassen, schon. Ich glaube, Ihr Bruder hat geahnt, dass Sie ihn ausboten wollen und Finn bei seinem Alleingang mit Götze helfen. Chef, ich habe die Fahndung nach Robin Fürstenberg bereits rausgegeben. Overbeck, das ist jetzt nebensächlich. Okay, ich verstehe schon. Sie wollen auch eine Scheibe vom Kuchen, richtig? Nein. Ich will wissen, wer Leon umgebracht hat. Und ich tippe jetzt mal auf Sie. Sei Quatsch. Robin war's. Ist doch klar. Klar ist, dass Sie ihm das anhängen wollen, auch mit Hilfe von Frau Wolfangel. Oder haben Sie die inzwischen auch verschwinden lassen? Sophie, der will dich verwirren. Der will uns erpressen, um selber abzusahen.
Die Frage ist, Sophie, sind Sie eher an dem Geld interessiert oder an der Wahrheit über den Mörder Ihres Bruders? Du willst lieber die Wahrheit, Sophie, oder? Doro, wo kommst du jetzt her? Was sollte denn das Versteckspiel, Frau Bischof? Ich wollte ihn aus der Reserve locken. Und ich brauchte ein bisschen Zeit, zu recherchieren. Das habe ich in deiner Wohnung gefunden. Du wolltest die ganze Zeit, dass ich aufhöre, nach Leon zum Mörder zu suchen, weil du wusstest, dass ich früher oder später auf dich stoßen würde. Du hast Leon umgebracht. Du hast Leon umgebracht, weil du Angst hattest, dass er den Verkauf gefährdet? Das war Quatsch. Wie soll ich denn das gemacht haben? Hä? Ein paar Stunden bevor Leon gestorben ist, war ich hier bei uns im Büro. Und Sie haben die Gelegenheit ausgenutzt? Die Überdosis in den Kaffee gemischt und die restlichen Tabletten im Handschuhfach versteckt. Und dann wolltest du Robin alles in die Schuhe schieben? Nein. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Quatsch. Isabel? Ich bin übrigens Polizistin. Ich glaube, da hat sich jemand einen neuen Bürostuhl verdient. Heute aber spendabel. Naja, wenn Anna schon mal für uns alle kocht. Immerhin haben wir auch den Fall aufgeklärt. Aber keine Million kassiert. Mhm. Keiner von uns. Und Götze konnte nicht mal Hausmeister kaufen. Tja, Mord zählt eben auch als geschäftsschädigendes Verhalten. Damit hat sich Finn durch seine eigene Vertragsklausel ins Aus katapultiert. Ich wette, Dorothee hat diesen Hinweis von einer sehr guten Anwältin. Immerhin müssen Ecki und ich keinen Schadensersatz zahlen. Ja, aber du musst immer noch die Renovierung vom Antiquariat finanzieren. Ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich auch eine App entwickeln? Nee, aber ich kenne deinen Kontostand. Der wird sich in absehbarer Zeit nicht verbessern. Das kaufe ich.